Mathe-Facts. Boom. Stell dir vor, du steckst Jahrzehnte deines Lebens da rein, eine mathematische Gleichung besser zu lösen und dann kommt ein Anfang 20-jähriger Dude und macht dir alles kaputt. Seit tausenden von Jahren stellen sich Mathematiker die Frage, wie man die Kreiszahl Pi genauer bestimmen kann. Die hat ja unendlich viele Nachkommastellen, das heißt, das hier ist nicht so genau, das hier ist schon genauer, das hier ist noch genauer. Je mehr Nachkommastellen, desto genauer. Und die alten Griechen hatten schon eine Methode rausgefunden, wie man immer mehr Nachkommastellen rausfinden kann. Bei dieser Methode war es so, dass je mehr und mehr und mehr du rechnest, desto mehr Nachkommastellen bekommst du auch. Und ein Mathematiker namens Ludolf van Keulen hat sich dann gedacht, das wird mein Lebenswerk, ich werde jetzt 30 Jahre meines Lebens rumrechnen und die Zahl Pi genauer bestimmen als jemals ein Mensch zuvor. Aber dann kam Sir Isaac Newton. Ihr wisst, der Typ mit dem Apfel auf dem Kopf. Und der hat mit gerade mal 23 Jahren eine völlig neue, viel, viel bessere Methode gefunden, um Nachkommastellen von Pi zu berechnen. Damit war die jahrzehntelange Arbeit von Ludolf völlig umsonst, weil Newton mit seiner neuen Methode Pi in kürzester Zeit viel genauer bestimmen konnte, als es Ludolf in 30 Jahren geschafft hat. Armer Ludolf.